Es ist die größte Aktivsportveranstaltung, die wir in der Stadt Salzburg, ich behaupte, im gesamten Bundesland haben. Und es ist einfach, es verbindet die Kultur, Sport, Bewegung, auch den sozialen Zusammenhalt mit den ganzen Charity-Aktionen, Ökologie, ganz wichtig beim Marathon. Also in Summe ist es ein tolles Gesamtpaket, auf das wir sehr, sehr stolz sind. Wir haben von Freitag bis Sonntag so viele unterschiedliche, spannende Herausforderungen. Das ist für uns vielleicht das Allerwichtigste, dass viele nach Hause fahren werden und sagen, das war toll, das war ein schönes Erlebnis und vielleicht eines ihrer Besten. Ob es unser Bester wird, wissen wir vielleicht am Montag. Das ist nicht nur Freitag und Samstag im Volksgarten, haben wir einfach mehr Möglichkeiten, auch in der Verbindung mit der Eisarena, wo die Sportmall Startnummernabholung stattfinden wird, sondern wir haben vor allem auch am Sonntag mit dem Start am Hanusplatz und dem Ziel direkt dann vor dem Festspielhaus am Max-Reiner-Platz, da kommt man über die Hofstallgasse rein. Allein das ist ein Highlight, aber natürlich die ganze Strecke insgesamt, die, wenn man im Groben unverändert ist, nur an ein paar neuralgischen Punkten, da haben wir mit der Polizei gemeinsam an dem gearbeitet, haben wir das verändert, aber sportlich ist das einfach eine sehr, sehr schöne, auch von den Sehenswürdigkeiten her gesehen, aber man kann auch schnell laufen, weil es sehr flach ist und ich glaube, da werden schon viele was Positives mitnehmen können. Wir haben sehr schöne Bilder, die nach außen transportiert werden. Zum einen, wir haben internationale Besucher, aber auch sehr, sehr viele Umlandbesucher. Wir haben ja gehört, es kommt sehr viel Lauf- und Marathonpublikum, aber auch vor allem Akteure aus dem Umland. Und es bedeutet für uns natürlich auch eine gute Buchung der Gastronomie und vor allem auch der Hotellerie.